Das hier sind Cannelloni-Pasta. In eine Pfanne. Ganz wenig Öl rein. Dann brauchen wir Schalotten. Und eine Knoblauchzehe. Dann geben wir unseren Spinat dazu. Die Pfanne ist jetzt noch voll. Und nach 10 Minuten ist einfach fast nichts mehr übrig. Dann brauchen wir eine Schüssel. In diese geben wir Ricotta-Käse. Ich liebe Ricotta-Käse. Unseren Spinat dazu. Etwas Parmesan-Käse. Das müssen wir alles zu einer Masse mischen. Und wenn ihr es Low Carb haben wollt, dann könnt ihr einfach das hier essen. Masse füllen wir in einen Spritzbeutel. Cannelloni-Pasta. Und in die geben wir unsere Füllung rein. Es geht auch mit der Hand. In unsere Auflaufform geben wir passierte Tomaten und geben unsere Cannelloni rein. Hat der Rest unserer Tomatensoße drauf und obendrauf noch mehr Käse. Das geben wir jetzt für 20 Minuten in den Ofen. Ich finde, es sieht schon mal Premium aus, aber lass es auch mal probieren. Das ist unnormal lecker.